Ja, Daniel Bierhoffer, endlich geht's los. Ich verstehe es so 28. München, morgen das erste Saisonspiel gegen Preußen-Münster. Wie groß ist die Vorfreude? Ja, ist sehr groß. Ist klar, wir hatten jetzt fünf anstrengende Wochen hinter uns. Die Mann hat tatsächlich gut gearbeitet in der Zeit. Also wirklich alle sehr gut mitgezogen, auch wirklich auch teilweise über die Grenze gegangen, was auch ganz normal ist in der Vorbereitung. Und wie es so immer ist, ja klar, zum ersten Spielen, dass keiner weiß, wo man steht. Vorbereitungsspiele sind da relativ wenig aussagekräftig, weder für mich noch für meinen Kollegen aus Münster. Deswegen sind wir beide jetzt erstmal gespannt, was dann morgen dabei rauskommt. Wie sieht es auf dem Personalsektor aus? Timo Gebhardt steht schon fest, wird im Kader dabei sein. Gibt es sonst irgendwelche Veränderungen? Ja, als erstes Mal, der Kader stellt sich jetzt relativ schnell auf. Also im Gegensatz zum letzten Jahr gibt es jetzt nicht so viele Positionen, wo man groß überlegen muss. Es werden auf jeden Fall zwei Junge dabei sein, plus Dennis Dressel, ist klar. Dennis ist auch ein Kandidat für die Startelf. Werden wir dann sehen, ob er dann morgen gleich von Beginn an aufläuft oder ob ich ihn dann einwechseln werde. Und von dem her, Hilles ist auch noch da. Haben wir die vier voll, die wir brauchen als U-Regel. Und ja, der Kader, Timo wird im Kader sein. Weil er einfach wichtig ist, hat auch einen guten Eindruck jetzt im Training gemacht, hat auch da schon seine Akzente setzen können. Ich glaube, von Beginn an ist es einfach noch zu früh, weil er einfach noch zu frisch bei der Mannschaft ist. Sich jetzt auch erstmal wieder daran gewöhnen muss, wie wir Fußball spielen und wir da ein bisschen anders spielen als Viktoria Berlin. Und deswegen aber für mich immer eine Option, ihn reinzuschmeißen, weil ich weiß, dass er das Spiel immer mit einer Aktion entscheiden kann. Robert, der war jetzt entschieden, Hendrik Bohmann ist die neue Nummer 1. Wieso haben Sie sich dafür entschieden? Ja, ich habe es gestern, vorgestern beiden Torhütern mitgeteilt. Und es ist bei denen zwei sowieso egal, weil du kannst keinem einen Vorwurf machen. Das war eine Grundsatzentscheidung, was ich jetzt momentan vielleicht finde, welchen Torwart die Mannschaft braucht hinten im Tor, weil beide einfach grundsätzlich anders sind. Und dementsprechend habe ich mich jetzt für Henne entschieden. Ich habe mich zweimal für Hilles entschieden, jeweils im Winter. Einmal für Henne, jetzt habe ich mich wieder für Henne entschieden. Also von dem her ist es bei den zwei sowieso immer eng und Henne weiß auch, er muss seine Leistung bringen, genauso wie ich damals, wo ich ihn reingestellt habe. Und hat aber trotzdem einen guten Eindruck gemacht gegen Gladbach, hat glaube ich die fünf Wochen auch jetzt sehr gut trainiert, genauso wie Hilles. Wie gesagt, da kann ich keinem irgendwas wegnehmen, im Gegenteil, beide haben sich wirklich gepusht ohne Ende. Aber am Ende des Tages muss ich eine Entscheidung treffen und die habe ich getroffen. Wie hat Marco Hiller denn die Entscheidung aufgenommen? Ja, genauso wie Henne, es sind beides absolute Wettkampftypen und sie wissen beide, dass es gibt einen Verlierer. Das ist genauso wie es andersrum gewesen. Henne hat sich immer top professionell verhalten, auch der Mannschaft gegenüber, auch Hilles gegenüber und genauso macht es Hilles. Das ist, bei zwei solchen Torhütern wird es immer einen Verlierer geben und dann muss der andere es einfach dann schlucken und einfach Druck machen im Training. Und das macht Hilles. Er lässt sich auf keinen Fall hängen. Ich kenne den Jungen jetzt schon seit der U21, er lässt sich nicht hängen und wird weiterhin Gas geben. Ja, und wenn irgendwas passieren sollte, weiß ich immer, dass ich einen Top-zweiten Torhüter habe. Bleibt es dabei, dass die Saison sich Klassenhalt ist, auch mit Timo Gebhardt? Ja, daran hat sich nichts geändert. Wir wollen möglichst schnell die Punkte sammeln. Wir haben jetzt Gott sei Dank durch Aaron und Timo neue Optionen bekommen. Aaron kann eigentlich alle Positionen defensiv spielen, Timo kann alle Positionen offensiv spielen. Das war auch das Ziel, variable Spieler zu holen, die mehrere Positionen spielen können aufgrund der Kaderstruktur. Weil wir eigentlich auch noch momentan mit U21-Spielern den Kader auffüllen müssen, um überhaupt trainingsfähig zu sein, dass wir 10 gegen 10 spielen können. Und von dem her war das jetzt ganz wichtig, Spieler zu kriegen, die variabel einsetzbar sind und nicht bloß auf eine Position festgelegt sind. Wir halten die Augen offen, aber momentan ist halt keine finanzielle Möglichkeit, da was zu generieren. Außer es würde ein Verein kommen und würde uns den Spieler umsonst zur Verfügung stellen. Aber da ist momentan nichts in Sicht. Oder es kommen halt noch irgendwelche Optionen, wo man dann wirklich nochmal Geld, oder wo sich Geld auftun würde. Dann aber, dann haben wir auf jeden Fall Optionen oder hätten Optionen, eventuell zu reagieren. Aber solange da sich nichts tut, ist es relativ schwer halt für uns. Seid ihr mit jemandem in Kontakt? Nein, direkt nicht. Wir beobachten den Markt. Weil es macht ja keinen Sinn, mit jemandem zu reden, wenn man nicht handlungsfähig ist in dem Moment. Also nicht den Spieler dann auch dementsprechend ein Angebot machen kann, weil das ist dann eigentlich unfair dem Spieler gegenüber, wenn man den dann hinhält. Und deswegen, wir sondieren den Markt, wir halten die Augen offen, wer kommt auf den Markt, wer geht vom Markt weg, dass wenn es wirklich so kommen sollte, dass wir sofort reagieren können. Stefan Lex trainiert auch seit ein paar Tagen wieder, aber das ist noch kein Thema, oder? Nein, Lex ist es noch viel zu früh. Also jetzt, wir hoffen, dass er nächste Woche ins Mannschaftstraining einsteigen kann, dass man dann peu à peu voll integrieren in die Mannschaft. Und dann haben wir die nächste Option, weil Lex ja auch ein Spieler ist, der in Ingolstadt schon in der Spitze gespielt hat, der rechts außen spielen kann, links außen spielen kann. Also so langsam kommen wir wirklich in eine Position, wo man dann wenigstens auch mal die einzelnen Positionen überdenken kann, wie man dann aufstellt. Wobei man auch sagen muss, dass ein Fabian Greilinger sich wirklich sehr gut gemacht hat in der Vorbereitung, auch ein Leon Klaassen wirklich einen Schritt nach vorne gemacht hat, aber der Sprung natürlich von der U21 Bayernliga
in dem Profibereich in der dritten Liga schon ein großer ist. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir die Jungs langsam ranführen und nicht gleich verbrennen. Der Gegner ist Preußen Münster. Ist irgendwie doch der große Unbekannte, oder? Weil es auch viel Fluktuation gab beim Gegner. Ja, genau. Großer Umbruch. Viele gute Spieler auch verloren, zum Beispiel wie Kobylanski. Und dementsprechend für uns auch ein bisschen ja, eine Wundertüte, wie weit sind sie, wie stark sind sie schon. Ich denke schon, dass sie von den einzelnen Spielern eine gute Qualität haben für die dritte Liga. Haben auch mit Schnellbacher zum Beispiel einen Spieler geholt, den ich jetzt auch für einen guten Drittligaspieler halte. Also von dem her mit Daraschow ein Torjäger vorne. Also das ist schon eine gefährliche Mannschaft, aber ja, wir werden es morgen sehen. Beim Trainerkollegen Karl Petras Schrom hat gesagt, 60 wird besser als viele denken. Was sagst du dazu? Ja, das kann ich jetzt so nicht beantworten. Das kann ich dann nach den ersten. Ich sage, ich gebe der Mann das immer 10 Spieltage Zeit. Weil egal, ob wir jetzt morgen gewinnen oder verlieren, das hat für mich überhaupt keine Aussagekraft. Das ist das erste Spiel von 38. Und für mich wird es erst interessant, so nach 10 Spieltagen, weil da trennt sich meistens dann die Spreu vom Weizen und dann kann man auch als Trainer ungefähr einschätzen, wo wir sind. Dann haben wir schon mal 10 Spiele gehabt. Dann müssen wir, wie weit wir sind oder wo wir uns noch dementsprechend verbessern müssen. Also von dem her ist vorher immer was zu sagen relativ schwierig. Ich glaube bloß, was ich gemerkt habe, die Mannschaft hat so eine jetzt erst recht Mentalität entwickelt, weil ja auch viele gesagt haben, okay, Abstiegskandidat Nummer 1. Und ich glaube, das wollen viele.